Schloss Leonberg. Ein Ort tödlicher Intrigen, mörderischer Eifersucht und dunkler Geheimnisse. Kein Wunder, dass nur selten ein Gast den Besuch überlebt, trotz der herzlichen Begrüßung durch die Schlossgesellschaft. Baronin Elisabeth von Porz, stolze Erbin von Schloss Leonberg. Friedrich Wilhelm von Gatow, Oberst der Fremdenlegion und ihr treu ergeben. Pfarrer Clemens Grün, der sich nicht nur um seine Seele sorgt. Dr. Peter Blom, Gutsverwalter und Restaurator des Schlosses und eng befreundet mit Gloria Thorbach, selbstbewusste Stieftochter der Baronin. Und Helene Weiß, Köchin und guter Geist des Hauses. Viele Leichen für Hauptkommissar Rolf Thaller. Heute empfängt Schloss Leonberg. Hey, Fuzzi. Also keine blöden Witze, ja? Zu ihrer Sicherheit begleitet sie Gundis Zambo. Dankeschön. Guten Abend, hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu Cluedo, dem Mörderspiel. Ich freue mich, dass Sie mitspielen, liebe Zuschauer. Ein Gast ohne Sitte und Anstand, der hat auf Schloss Leonberg nichts verloren. Da ist sich die feine Schlossgesellschaft einig. Also muss ein Star aus der Musikszene heute verschwinden und zwar so schnell wie möglich. Jeder möchte ihn loswerden und jeder hat die Möglichkeit, ihn umzubringen. Die Frage ist nur, wer nützt diese Gelegenheit? Und das beschäftigt uns, liebe Zuschauer. Sie zu Hause sind die Detektive und fahnden nach dem Mörder, der Tatwaffe und dem Tatort. Und wir haben extra für Sie wieder über 100 Studiodetektive eingeladen. Guten Abend. Ich verspreche Ihnen, Sie werden Sie so gut es geht unterstützen und wir werden gemeinsam den Mörder finden. Und der Schnellste hier im Saal, der gewinnt unsere Cluedo-Reise. Auch das ist versprochen, liebe Zuschauer. Aber zunächst heißt es, einen Mordfall aufzuklären. Hier sind unsere 6 Mordverdächtigen. Die Baronin Elisabeth von Porz, Oberst Friedrich Wilhelm von Gatow, Gloria Thorbach, Dr. Peter Blom, Frau Helene Weiß, hallo, und natürlich Pfarrer Clemens Grün. Eine dieser 6 Personen wird heute Abend einen Mord begehen. Und sie wird eine dieser Tatwaffen hier benutzen. Die Frage ist nur welche. Schreiben Sie am besten mit. Vielleicht Giftpilze oder vielleicht Zahnseide, an der noch das Blut hängt, wo auch immer das herkommen mag. Oder eine Erkennungsmarke. Vielleicht erschlägt der Mörder sein Opfer mit einem Kerzenständer oder bringt es mit einer Stimmgabel um oder mit einer goldenen LP. Wie das funktioniert, weiß ich zwar nicht, aber ich denke, die Baronin und ihre Freunde, die kriegen das schon hin. Da bin ich ganz sicher. Und ich bin auch sicher, welches der Tatort ist, nämlich Schloss Leonberg. Nur welcher Raum wird dabei genutzt? Ist es vielleicht die Küche oder das Esszimmer? Vielleicht das Billardzimmer? Der Salon oder die Bibliothek oder das Arbeitszimmer. Auf jeden Fall ist einer dieser Räume der Tatraum, liebe Zuschauer. Und jetzt seien Sie bitte auf der Hut, denn dieser Fall heute Abend, der ist teuflisch. Selbst unser werter Herr Pfarrer kommt bei Zeiten vom Wege ab. Großer Gott, ich danke dir. Gütiger Himmel.
Der Arzt hat gesagt, er hat großes Glück gehabt. In 3 Tagen ist er wieder wohl auf, naja. Und so lange bleibt er eben bei uns. Um Himmels Willen, wo ist der denn entsprungen? Tja, so sehen junge Leute heute aus. Das ist doch dieser Rockstar. Axel Hackett von den Black Devils. Ach ja, von den Teufeln. Ja, von der Heavy Metal Gruppe, er ist der Leadsänger. Axel Hackett in unserem Haus. Übertreib's nicht. So viele Giftpilze, das macht sicher der saure Regen. Wenn man da nicht sehr aufpasst. Helene, wir müssen beim Abendessen Rücksicht nehmen. Wir haben einen Gast. Schon wieder. Wo bin ich? Wer bist du? Alles in Ordnung. So, hier herein, bitte. Danke, Schwester. Sieht zwar schon ein bisschen vergammelt aus, aber wir könnten ja dabei das Licht ausmachen, wa? Mutzas! Hi, ihr Gruftis! Na? Mal, was ist denn das für ein Horrorkabinett? Dr. Blom, mein Verwalter. Hi. Du hast Besseres, hast du es wohl nicht gebracht. Loser-Typ. Gato. Oberst AD. Fuck ja, Krieger. Make love, not war. Ich finde sie großartig. Ich mag ihre Musik. Alles klar. Ich komme nachher auf dein Zimmer, Baby. Das ist Pfarrer Grün. Er hat sie gefunden. Es freut mich, dass es Ihnen wieder besser geht. Wie geht? Pfaffe! Mein Meister wird euch alle verbrennen, wenn er über die Erde herrscht. Trinken wir darauf, dass es Ihnen bald wieder besser geht. Ja. Möglichst bald. Haben Sie kein Bier? Helene hat Ihnen was zur Stärkung gemacht. Bitte. Ja, was soll ich denn mit dem Gummiadler? Der furzt trocken. Kannst deinem Hund geben. Zisch ab, bring mein Steak. Blutig. Am besten, Sie gehen raus auf die Weide und reißen sich selber eine Kuh. Da ist das Blut frisch. Hey, Fuzzi, das ist ja keine blöden Witze, ja? Ein ausgemachtes Arschloch. Pfui, Peter. Aber Sie haben ja recht. Ein Schlimmermensch. Schlimm? Der Kerl ist völlig degeneriert und dekadent. Und sowas ist das Idol der Jugend. 2 Wochen in meinem Regiment und da weiß ich nicht, worum er nun ist. Er ist leider einer von vielen. Von vielen was? Teufelsanbetern. Heavy Metal ist Musik des Bösen, eine Verherrlichung Satans. Ach, Herr Pfarrer, das ist doch bloß schlechte Musik. Oh nein, in ihren Liedern sind geheime Botschaften Satans versteckt. Und zwar rückwärts. Sie beeinflussen das Unterbewusstsein von jungen, unsicheren Seelen. Das ist der wahre Grund von Drogen und Verbrechen. X-Men Hackett, Satans Sänger. Je früher er verschwindet, desto besser. Allerdings. Unerhört, mitten in der Nacht. Ich bringe ihn um. Lass ihn doch. Vielleicht ist ihm auch was eingefallen, ist Künstler. Ich werde das nicht dulden. Hackett wird noch ein paar Tage bleiben. Das Schloss scheint ihn zu inspirieren. Was? Gute Nacht. Ich hab die beste Rotkuh im ganzen Land. Die haben mir das Zeug heute Morgen gebracht. Ich muss nämlich arbeiten. Das ist mein Arbeitszimmer.
Das war dein Arbeitszimmer. Jetzt ist es meins. Und jetzt verpiss dich. Ich hab zu tun. Morgen, Lenchen. Morgen. Kannst du es für mich mitwaschen? Die ist von X-Men. Yee. Und die ist von mir. Danke. Nee, das krieg ich nicht raus. Das muss in die Reinigung. Das Ganze nochmal. Peter, verzeihen Sie, dass ich störe, nur eine Frage. Ja? Peter, ich bin ein technischer Laie, aber kann man eine CD oder eine Kassette auch rückwärts abspielen? Rückwärts abspielen? Niemals. Aber ja? Bei Schallplatten geht sowas. Wenn man einen Plattenspieler mit Riemenantrieb hat und den Riemen umdreht wie eine Acht, dann dreht sich die Platte rückwärts. Sehr gut. Also eine Platte. Wozu brauchen Sie das, Herr Pfarrer? Fragen Sie nicht, Peter. Fragen Sie nicht. Sie scheinen sich hier häuslich einzurichten, X-Men. Was dagegen, Oberförster? Ich weiß nicht, was Sie gegen die Baronin in der Hand haben, aber bei mir zieht das nicht. Ey, es riecht nach Sturm. Geil! Los, Mann, gib's mir! Sie sehen widerwärtig aus, Ihr Benehmen ist widerwärtig, Sie riechen widerwärtig, Sie sind widerwärtig. Ey, los, come on, weiter! In 5 Minuten sind Sie mit Ihrem Krempel hier draußen. Das ist ein Befehl. Du gibst mir keine Befehle mehr, Fritz. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Du hast wohl Abu Dhar schon vergessen. Ja, jetzt dämmert's. Zu. Es gab einmal ein ganz normales, glückliches Mädchen, meine Nichte Nicole, bis sie ihre Musik gehört hat und in ihre Konzerte gerannt ist. Seitdem war sie nicht mehr wiederzuerkennen. Wissen Sie, was Nicole heute macht? Keine Ahnung. Sie macht den 3. Entzug, um von den Drogen runterzukommen. Der 3. wird genauso erfolglos sein wie der 1. und der 2. Na, was hab ich damit zu tun, wenn sich so eine dumme Pute an die Nadel hängt? Sie haben sie mit ihren Liedern dazu verführt. Pass mal auf. Deine scheiß Familienangelegenheiten interessieren mich einen Dreck. Von mir aus soll sie sich aufhängen. Kapiert? Jetzt mal was zu essen, ich hab Hunger. Für sie nie. Wie wär's mit einem Omelett? Ein Pilzomelett. Yeah, why not? Zisch ab und lass es rotzern. Sie kriegen Ihr Omelett. Halb Pfeffer! Oh, Sie. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb käme, so wachet er. Und ließe nicht in sein Hause brechen. Lukas 12, Vers 39. Dass ein Mensch wie Sie Gottes Wort so gut kennt. Kenne deinen Feind, um ihn besser zu schlagen. Gott ist niemandes Feind. Warum arbeiten Sie für Satan? Arbeite für niemanden. Bin Musiker. Musik muss von Herzen kommen, muss Seele haben. Sonst ist sie bloß Lärm. Mensch, in Ihnen ist doch ein guter Kern. Kommen Sie auf die richtige Seite. Gott ist tot, Schwarzkittel.
Game over. Oh nein, solange es noch eine Seele gibt, die sich nicht von Gold und falschem Schein blenden lässt, ist die Partie noch nicht entschieden. Okay, erstmal was ganz Einfaches. Smoke on the Water von Deep Purple. Greif mal ein A. Ja. Axman, zeig's mir was anderes. Was denn? Na, von deiner allerersten Platte, dein allererstes Lied. Dance of Death? Mhm. One, two, three, four. So ein Schwein! Gloria! Er hat versucht, mich sexuell zu belästigen. Come on, baby! Stell dich nicht so an! Los ins Billardzimmer, komm mit dir zu reden! Hey, Piesmann, keine Gewalt! Willst du Billard spielen, oder was? Hähnchen, was machst du denn hier? Ich war schon zu Hause und da fiel mir der Teller ein. Ich möchte nicht, dass die Fliegen rangehen. Ich habe schon alles weggeräumt. So. Na ja. Kann ich ja nach Hause gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ein Mord ist geschehen! Ein Mord ist geschehen! Elisabeth! Was ist? Er ist tot! Ruf die Polizei! Axman Hackett ist tot. Ob wir die Polizei wirklich brauchen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir finden den Mörder, die Tatwaffe und den Tatort auch ohne fremde Hilfe. Meine Damen und Herren, es ist uns gelungen, alle sechs potenziellen Mörder von Schloss Leonberg hierher zu holen. Hier sind sie. Und wir werden den Mörder finden, denn wir werden alle sechs verhören. In ein paar Minuten. Auf Schloss Leonberg ist der Musiker Axman Hackett ermordet worden. Und hier sind unsere sechs Mordverdächtigen. Die Baronin Elisabeth von Porz. Hatte Axman etwas gegen sie in der Hand? Oberst Friedrich Wilhelm von Gatow. Woher kannte ihn Axman und was hat die Erkennungsmarke zu bedeuten? Gloria Thorbach. Wurde sie wirklich sexuell belästigt? Dr. Peter Blum. Wollte er Gloria vor dem Wilden schützen? Frau Helene Weiß, wollte sie ihre Nichte rächen? Und nicht zuletzt Pfarrer Clemens Grün, hat er die Partie gegen Satans Sänger tödlich beendet? Einer dieser Herrschaften ist der Mörder, liebe Zuschauer. Bitte setzen Sie sich. Also Frau Baronin, ich habe ja schon viel erlebt auf Schloss Leonberg in Bezug auf Mordwaffen, aber eine goldene LP. Wie man damit jemanden umbringen kann? Ja. Ach, naja, indem man sie auflegt und abspielt. Diese Musik ist tödlich. Bilden Sie sich selber Ihre Meinung darüber, liebe Zuschauer. Wenn Sie einen Verdacht haben, schreiben Sie den am besten schon mal auf. Und hier im Saal, liebe Studiodetektive, geben Sie bitte jetzt Ihre Kombination aus Mörder, Mordwaffe und Ort des Verbrechens in den Computer an Ihren Plätzen ein. Sie wissen, Sie können Ihre Meinung jederzeit während der Show ändern, aber dieser Computer weiß ganz genau, wer zuerst die richtige Kombination gewählt hat und damit unsere Reise gewinnt. Außerdem wertet dieser Computer sofort alle Eingaben aus. Und ich habe hier die erste Information für Sie zu Hause, liebe Zuschauer. Hier im Saal sind im Moment 17% der Meinung, Dr. Peter Blum ist der Mörder, 22% verdächtigen Frau Weiß und die Mehrheit von 24% sagt, die Mörderin ist die Baronin von Porz. Oh, Friedrich.
Und denken Sie bitte dran, wir suchen nicht nur den Mörder, sondern auch die Mordwaffen und den Ort des Verbrechens. Das Einzige, was uns dabei weiterbringt, das ist ein gnadenloses Verhör. Liebe Studiodetektive, ich bin bereit, ich hoffe, Sie auch. Wer hat die erste Frage? Da unten die Dame, ich komme sofort zu Ihnen. So, bitteschön. Also ich hätte eine Frage an den Herrn Oberst. Was war in Abu Dhabi los? Aha. Es ist was passiert. Ja. Was ist passiert? Schauen Sie, die Legion hat ein Prinzip. Sie spricht weder über Vergangenes noch über Gegenwart. Nur ist es leider nicht möglich, Sie zu rekrutieren. Dann würden Sie es eventuell erfahren. Okay, komme ich zu Ihnen. Guten Abend. Guten Abend. Frau Weiß, Sie sagten, Sie wüssten nicht, ob Sie diese Hose oder diesen Rock sauber bekommen würden. Ja. Woraus bestanden denn die Flecke, die dort zu sehen waren? Ja, ich hatte den Eindruck, Öl oder irgend sowas, jedenfalls was Fettiges. Ja, ja. Danke. Hätte ich noch eine Frage an die Gloria. Sind Sie mit dem Motorrad mitgekommen, mit dem Jazzmusiker, mit der Röhre? Ich habe ein eigenes. Die Röhre. Bitte? Ich habe ein eigenes. Ja, ich wusste nicht, dass Sie mit dem mitgefahren sind. Nein, ich wusste nicht, okay, dass er kommt. Danke. Sie sind noch mal dran? Ja, bitte. Also ich habe eine Frage an die Baronin. Und zwar, was hat sie zu ihrem Sinneswandel bewogen? Sie wollten also den Ex-Man Hackett aus dem Haus werfen und dann sind sie aus der Tür und haben sich's anscheinend anders überlegt. Ja, bedauerlicherweise gab er mir einen recht stichhaltigen Grund, ja, über den ich nachdenken musste. Ja, könnten Sie uns den vielleicht mal mitteilen? Ich denke immer noch darüber nach. So. Dann lass mal. Ich habe eine Frage an den Dr. Blom. Ja. Und zwar, wie reinigen Sie Ihre Zähne? Mit Zahnbürste oder mit Zahnseide? Auch mit Zahnseide. Auch mit Zahnseide. Ja. Wie sich das gehört, für einen jungen Menschen sollten Sie auch tun, mindestens zweimal in der Woche. Ja, bitteschön. Herr Dr. Blom, ja, bitte, wissen Sie, wie weit der X-Men, Hackett-X-Men gegangen ist bei Frau Thorbach? Weil Sie waren ja selbst relativ sauer gewesen. Ja, natürlich. Ich habe eigentlich nur gehört, als ich da ankam, was passiert war. Und ich glaube Gloria eigentlich immer. Und was ist passiert? Ich weiß nicht. Ist das eine Frage an mich? Ja. Nein, Sie haben sich ja vorhin so ein bisschen rausgeredet. Jetzt wollte ich eben Herrn Dr. Blom fragen, was da passiert ist. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber als ich einfach hörte, dass dieser Kotzbrocken Sie angegangen ist, da habe ich einfach rot gesehen. Und das hat genügt, dass Sie mit ihm ins Billardzimmer sind? Absolut, ich muss ihn erstmal wegbringen von ihr. Mhm, gut. Ich hatte ihn gebeten, dass er sich vorher wäscht und da hat er gesagt, das macht er nicht. Und dann wollte ich ihm mal zeigen, was mit Leuten passiert, die mir nicht gehorchen. Da habe ich ihn auf ihn angesetzt. Solche Leute waschen sich nicht, sie zittern es ab. Ja, bitteschön. Ja, Herr Dr. Blom, wie haben Sie sich denn verabschiedet von dem Musiker? Ich habe mich furchtbar mit ihm gestritten. Ich habe ihn zusammengeschissen und alles, was mir in den Weg kam. Also, was sagen Sie denn da? Beherrschen Sie sich ein bisschen. Wieso? Es passt nicht zu Ihnen. Doch, absolut. Und wo gingen Sie dann hin? Ich bin auf mein Zimmer gegangen. Was so, Sarah? Er ist heute noch sauer, man merkt es, okay? Ja. Sie ließen ihn einfach zurück. Ja, ich ließ ihn da zurück. Liebe Zuschauer, ich denke, es ist an der Zeit, sich die Fragen aufzusparen. Da gehen die Arme hoch, aber warten Sie bitte noch einen Moment. Zu Hause auch einmal drüber nachdenken. Wer ist der Mörder? Welches die Waffe? Und welches der Tatort? Und um Ihnen ein bisschen zu helfen, frage ich Sie einfach mal, ich stehe hier gerade bei Ihnen, wen Sie für den Mörder halten? Den Pfarrer. Den Pfarrer? Mhm. Pfarrer sind zu allem fähig. Gut, was meinen Sie denn womit? Mit der Zahnseide. Und wo? Im Esszimmer vermutlich. Das haben Sie eingegeben? Ja, Sie haben eingegeben im Esszimmer, ja, richtig. Sie sagen also, das Ganze war im Esszimmer, es war der Herr Pfarrer mit der Zahnseide. Und ich kann Ihnen nur danken, denn davon stimmt gar nichts. Ja, ich soll auch weitergehen. Das ist wirklich wunderbar, denn somit ist unser guter Herr Pfarrer entlastet. Er wird nur noch die Wahrheit sagen, hat das auch bisher getan. Wir wissen auch, dass also nicht die Zahnseide und auch nicht das Esszimmer war, liebe Zuschauer. Das können Sie schon mal streichen. So, und jetzt, denke ich, sollten wir Hauptkommissar Thaller mal mit einbeziehen. Er ist bereits auf Schloss Leonberg und verfolgt seine erste Spur. Lastlage über der Leiche. Haben Sie eine Ahnung, was das ist? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Teufelszeichen. Der X-Men war Schwarzmagier. Woher wissen Sie denn das? Ach, ich habe all seine Platten und alle Bücher über ihn. Sie und ein X-Men-Fan? Ich weiß, Chopin wäre passender für ein Mädel vom Konservatorium. Aber mich hat immer nur Heavy Metal interessiert. Ich habe früher in meiner Band gesungen und Stücke komponiert. Er hat versucht, Ihnen Gitarre beizubringen. Ja, bis er zudringlich wurde. Was ist da genau passiert? Er hat mir Griffe auf der Gitarre gezeigt und dann hat er versucht, mich sexuell zu belästigen. Ich habe ihm eine geknallt und bin raus. Ende der Geschichte. Und danach?
Nichts. Ich habe ihn deswegen auch nicht umgebracht, falls Sie das meinen. Hier war's. Da bin ich hingefallen. Als ich zu mir komme, sehe ich das Motorrad. Und weiter? Ich ging Hilfe holen und wir brachten ihn ins Schloss. Diesel. Sie müssen mir das erklären, Pfarrer Clemens. Ein Stern mit mehreren Zacken aus roter Farbe, was ist das? Eine durchgezogene Linie? Ja. Ein Drudenfuß. Ein was? Ein Drudenfuß, damit bannt man böse Geister. Der Drudenfuß versperrt ihnen den Weg. Alter Aberglaube. Glauben Sie auch an sowas? Oh nein, es gibt effektivere Methoden. Mord zum Beispiel. Seit Jahren schreiben Sie Artikel und Bücher gegen Heavy Metal und auf einmal steht so ein Satansänger hier. Wie nennen Sie das? Zufall? Göttliche Fügung. Sagen Sie. Nach meinen Informationen ist er gezielt aufs Schloss gelockt worden. Eins verstehe ich nicht, Baron. Wenn Ihnen dieser X-Men so auf die Nerven ging, warum haben Sie ihn dann nicht einfach vor die Tür gesetzt? Aber das wollte ich ja. Und? Er hat mir gedroht. Womit? Wissen Sie was? Sie werden mein Haus verlassen. Und zwar jetzt, sofort. Ich schlage einer Dame nur ungern einen Wunsch aus. Aber zwei Dinge sprechen dagegen. Erstens, gefällt's mir hier? Und zweitens gibt's da ein juristisches Problem. So ein Unsinn. Mein Unfall, bleiche Mutter, war auf deiner Privatstraße. Für die bist du verantwortlich, inklusive Schadenersatz. Aber was hältst du von einer Hirnverletzung, die zu einer zeitweiligen Komponierhemmung führt? Na, sowas fällt meinem Anwalt gerne ein. Und dem fällt vieles ein. Wenn er dich vor den Kadi zieht, kannst du den Schuppen hier verkaufen. Also zisch ab und flänne die Kissen. Mit damit. Ja. Sie können von mir denken, was Sie wollen, Herr Kommissar. Aber für mich ist es eine Genugtuung, dass er tot ist. So, warum? Ich habe eine Nichte, Nicole. Sie ist 19. Seit sie mit 16 in einem Konzert von X-Men Hackett war, nimmt sie Drogen. Er ist schuld. Und er hat dafür bezahlt. Haben Sie dafür gesorgt? Mit Pilzen? Vorsicht, Herr Kommissar, die sind giftig. Eben, Frau Weiß, eben. Ja, und damit sind Sie eine geeignete Mordwaffe, die Giftpilze. Außerdem haben wir heute, liebe Zuschauer, Zahnseide, die ist allerdings schon raus, das haben wir festgestellt, eine Stimmgabel, eine goldene LP, einen Kerzenhalter und eine Erkennungsmarke. Das sind die heutigen Tatwaffen. Davon sollen wir eine herausfinden, die es gewesen ist. Und wir suchen den Tatort und den Mörder natürlich. Und wir machen weiter in unserem Verhör. Gleich da oben ist die erste Meldung. Ich komme zu Ihnen. So, guten Abend. Hallo, ich bin die Petra. Petra, ich habe eine Frage an den Herrn Dr. Blom. Und zwar, haben oder hatten Sie ein Verhältnis mit der Gloria? Wir haben ein wunderbares Verhältnis, eine lockere Beziehung. Haben Sie eine Liebesbeziehung zueinander? Ja, so kann man sagen, in der Richtung, ja. Aber keine feste Beziehung. Die Dame möchte es genauer wissen. Bitte? Ich sag, die Dame möchte es genauer wissen. Ja, also wir haben eine Bettbeziehung, kann man auch so nennen. Also eigentlich an die Haushälterin und an die Nichte-Tochter oder was auch immer, in welchem Zimmer wurde... Stieftochter, Entschuldigung. In welchem Zimmer wurde denn das Omelett eigentlich gegessen? Also gebracht habe ich ins Arbeitszimmer. Ah, hervorragend. Wir müssen ihr glauben, wenn sie nicht die Mörderin ist, liebe Zuschauer. Das sage ich Ihnen noch einmal. Nur der Mörder, der darf lügen. So, bitteschön. Wer hat denn den Musiker überhaupt eingeladen? Aha, gute Frage. Niemand? Niemand von uns. Der ist doch verunfallt. Ja gut, aber das war ja im Schloss. Ich habe ihn nur gefunden. Und ich habe ihm mal vor ein paar Jahren, Fanpost geschickt mit einem Bild von mir. Und was? Kann sein, dass er zu mir wollte. Im Ernst? Ich mein, wenn man jetzt lügen Sie aber nicht, ne? Ich lüge nie. Ich bin eine Torbach, ich lüge nie. Ja, bitteschön. Ich habe mal eine Frage an den Oberst, ob Sie den X-Men wiedererkannt haben, als Sie ihn gesehen haben. Als er Sie angesprochen hat, haben Sie ihn doch offensichtlich wiedererkannt. Sehen Sie, es ist etwas vorgefallen und er war ein Soldat meines Regiments. Und die Legion ist eigentlich zum Beschützen da, nicht um beizuschlafen. Aha.
Das sagt uns eine Menge, glaube ich. Und ich glaube auch noch eines, liebe Zuschauer, es ist mal wieder an der Zeit, eine Vermutung aufzustellen. Und ich frage jetzt einfach mal den Herrn hier gleich an der Ecke, wen Sie für den Mörder halten. Guten Abend. Guten Abend, den Oberst halte ich für den Mörder. Sie meinen, es sei der Oberst gewesen. Ja. Und was meinen Sie womit? Ich wäre es gerne gewesen. Mit der Erkennungsmarke. Okay, und wo? Sie haben eingegeben? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber Billardraum. Den Billardraum. Der Herr hier ist also der Meinung, das Ganze war ein Billardraum. Es war Oberst von Gato mit der Erkennungsmarke. Und ich kann nur sagen, gut, denn davon stimmt eine Vermutung. Nur welche, das ist die große Frage. Ich glaube, uns fehlen noch ein paar Hinweise. Es gibt da eine Biografie von X-Men Hackett. Vielleicht hilft die uns weiter. Ach, Herr Oberst. Sterling. Nein, ich blätter gerade in Hacketts Biografie und bin auf etwas gestoßen. X-Men Hackett, oder mit richtigem Namen Axel Drewitz, ist vor 20 Jahren in die Fremdenlegion gegangen, weil er wegen einer Drogengeschichte gesucht wurde. Nach 2 Jahren wurde er wieder entlassen, unehrenhaft, wegen einer Prügelei. Und der andere Legionär, mit dem er sich geprügelt hat, war... Legion lag damals war aber da. Hackett war frisch meinem Regiment zugeteilt worden. Viele benutzen die Legion als Auffangbecken gescheiterter Existenzen. Aber die Legion hat ihre Prinzipien und hält eiserne Disziplin. Und diese Grundlagen missachtet, begeht Hochverrat. Hackett hat sie missachtet. Er jagte die Frauen der Verlachung und Beduinen wie freiwillig. Ich hätte ihn erschießen lassen können und kein Hahn hätte danach gekräht. So aber habe ich ihn nur verprügelt. Leider eines Offiziers unwürdig. Ich wurde 2 Ränge zurückgestuft und in die Sümpfe von Cayenne versetzt. Und dann hat er gleich hier die Baronin unter Druck gesetzt. Gutes Motiv für einen Mann. Ich habe am Hals des Toten eine kleine Abschürfung bemerkt. Kannst du mir die erklären? Oder muss ich sie durchsuchen? Als wir den Toten fanden, habe ich ihn genommen. Herr Oberst, in jeder Armee der Welt wird dem Gefallenen nur die Hälfte der Marke abgebrochen. Normalerweise ja. Aber er hatte keine Ehre. Nein, nein, Sie wollten nicht, dass man über Hackett erfährt, dass Sie wegen einer Prügelei strafversetzt wurden, Herr Oberst. Oh oh, Hauptkommissar Thaler scheint den Oberst zu verdächtigen. Tun Sie das zu Hause auch, liebe Zuschauer? Ich sag Ihnen mal, wie das hier im Studio im Moment aussieht. Es sagen 18%, Helene Weiß ist die Mörderin. 19% sagen, es war Dr. Peter Blom. Und eine große Mehrheit von 34% verdächtigt Herrn Oberst von Gato. Hast du Kopfweh? Ja. Haben Sie eine Frage? Ich hätte gerne gewusst, warum die Claudia Thorbach auf einmal so einen Sinneswandel hatte, nachdem sie vorher so entsetzt war über die sexuelle Belästigung und hinterher aber den Herrn Axman dann auf einmal so in Schutz nimmt. Das ist eine gute Frage. Ja, das habe ich doch erklärt. Ich wollte nicht mit ihm schlafen, ohne dass er sich wäscht. Ja, hat er das dann wirklich gemacht? Nachdem er sich vorher so gewehrt hat, oder? Abgezittert. Oder brauchen wir gespielt? Nein, man kann doch mal eine Ausnahme machen. Okay, gut, die Dame hier hat eine Frage. Dürfen wir das mal machen hier, bitte Herr schön. Herr Oberst, ich mache mir Gedanken um die Tatwaffe. Diese Erkennungsmarke, hat die eigentlich einen scharfen Rand? Ich meine, könnte man jemand die Schlagader oder so damit durchschneiden? Das könnte man schon, ganz sicherlich. Besonders, wenn man sie auseinanderbricht. Aha. So, wo ist die nächste Frage? Oh, da unten gehen die Arme hoch. Ja, bitte, der Herr dort. Frau Helene Weiß, sind Sie, nachdem Sie die Gloria getroffen haben, denn nach Hause gegangen? Ja. Oder wo sind Sie denn hin? Ich bin nach Hause gegangen. Und dann hätte ich aber noch ganz kurz, die Gloria sagte vorhin, Sie haben den Teller weggeräumt und aus dem Grund heraus, damit der X-Men nicht gesehen wird. Ich wollte ihn wegräumen. Wie sah denn der X-Men aus zu diesem Zeitpunkt? Fragen Sie mich? Na, wie du aussiehst, wenn du eine Nacht mit mir verbracht hast. Ich denke, gut. Hier ist, glaube ich, eine Frage. Bei Ihnen wollten Sie wissen? Ja, Sie hatten sich gemeldet, genau. Bitte ja, schön. Ich wollte die Gloria fragen, ja. Wo sie die Ölflecken her hatte.
Das habe ich doch gesagt. Ich bin gestürzt und gegen irgendeine Maschine gedonnert. Aber ich habe auch gleich eine Frage, und zwar an Sie gleich. Gebe ich gleich zurück. Wen halten Sie für den Mörder? Ich halte für den Dr. Peter Blum. Ah. Und was sagen Sie womit? Ja, ich mit der Stimmgabel. Und wo? Im Billardraum. Billardraum haben Sie angegeben. Ja. Gratuliere, Sie haben zwei richtig. Das ist gut. Ja, gut. Tja, zwei davon. Fragt sich nur welche. Uns fehlen noch ein paar Fakten. Und deswegen sollte Hauptkommissar Thaler mal wieder übernehmen. Herr Kommissar? Hm? Was hat ein Bote gebracht? Ach, der Befund vom Labor. Sagen Sie, als Sie Ex-Mann gefunden haben, hat er da noch seine Hundemarke um? Seine was? Verzeihung, seine Erkennungsmarke vom Militär. Hat er die noch in den Hals? Weiß ich nicht. So genau habe ich mir nicht angeguckt. Danke. Also doch, es war Diesel. Zahnseide und Blut dran. Lassen Sie es, Herr Kommissar, Sie haben recht. Ich habe die goldene Platte genommen. Nicht, was Sie denken. Ich wollte nur die Wahrheit wissen. Welche Wahrheit? Ich hatte vermutet, dass Ex-Man satanische Verse in seinen Liedern verbreitet, und zwar rückwärts, als unterschwellige Botschaften an das Unterbewusstsein. Darum habe ich seine goldene Schallplatte gestohlen, den Riemen vom Plattenspieler umgedreht und so die Platte rückwärts abgeschickt. Da hörte ich es. Botschaften? Vom Satan? Schlimmer. Schlimmer als vom Satan? Ich hörte, kauf diese Platte, macht mich reich. Kauf diese Platte, macht mich reich. Ich war schockiert. Er war einfach nur geldgierig. Das schockiert Sie. Aber selbst ein Priester des Teufels ist doch wenigstens doch ein Priester. Interessant. Ich würde es gerne selber mal hören. Ja, gern. Die Platte habe ich hier. Lassen Sie es, Herr Blum. Spurensicherung wird trotzdem Blutspuren finden. Haben Sie mir nichts zu sagen? Gratuliere. Ich habe Ex-Man Hackett umgebracht. Wie? Er hat Gloria beleidigt. Ich habe ihn mir geschnappt und bin mit ihm in den Billardraum gegangen. Ey, was willst du, Tröte, du Wichser? Geht dich überhaupt nichts an. Halt's Maul, du mieser dreckiger Sack! Er ist immer rabiater geworden. Ich landete auf dem Stuhl. Plötzlich spürte ich was hinter meinem Rücken. Die goldene LP. Ja. Ich wollte ihn nicht verletzen. Ich habe ihm das Ding wie eine Frisbee-Scheibe an den Kopf geschleudert. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das tödlich ist. Erst als er umfiel und blutend da lag. Da haben Sie die Nerven verloren. Ich habe die Platte genommen und bin weggerannt. Tja, so war's. Dr. Blum, so eine goldene Schallplatte ist zwar erstaunlich wirksam, aber nicht wirksam genug, um einen Menschen zu töten. Was? Also er war gar nicht... Nein, er war nur bewusstlos. Ich habe ihn nicht getötet? Oh Mann. Moment, Sie hören mir nicht zu. Er starb nicht durch den Treffer am Kopf. Aber das heißt nicht, dass Sie außer Verdacht sind, Dr. Blum. Fräulein Gloria? Ja? Das ist doch Ihre Hose. Warum? Die Reinigung schreibt, der Dieselölfleck geht leider nicht raus. Vielen Dank.
Das war ein letzter Hinweis vom Kommissar Thaller. Und für uns die letzte Möglichkeit, ein Verhör zu machen, haben wir jetzt. Aber ich sage Ihnen ganz schnell noch mal was Wichtiges, liebe Zuschauer. 25% meinen im Moment hier im Saal, Gloria sei die Mörderin. 30% sagen, es war Dr. Peter Blom. Und 35% halten immer noch unseren Oberst für den Mörder. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Okay, die Dame in Grün hat eine Frage, bitteschön. Eine Frage an den Herrn Oberst. Könnte das sein, dass Sie nachher reinkamen, wie der Sänger da lag und nicht tot war und Sie eventuell nachgeholfen haben? Ich hätte ganz sicherlich nachgeholfen, aber ich habe es nicht. Haben Sie nicht? Er hat es nicht, sagt er einfach. Na gut, okay, so, bitteschön. Ich hätte eine Frage an die Baronin. Dieser Privatweg zum Schloss, geht dieser Privatweg nur zum Schloss oder kann man das auch als Durchgangsweg benutzen? Man könnte es auch als Durchgangsweg benutzen. Also, hätte ich noch andere Frage. Aber es gehört zum Grund des Schlosses. Aha. Der Oberst, ist der bei Ihnen ständig Gast oder war das nur ein vorübergehender Besuch? Na, der Oberst ist unser ständiger Gast. Also es ist bekannt, dass der auch die meiste Zeit auf dem Schloss verbringt. Ja, er kommt fast. Die Baronin sorgt für die Sympathie und ich für die Macht. Ja. Okay, das war's. Er schießt immer gerne mal ein paar Wachteln und bringt sie mit. Gut, also, ich muss jetzt noch mal eine Vermutung anstellen, liebe Zuschauer. Ich weiß, es sind noch Fragen hier, aber wir müssen einfach vorangehen in diesem Fall hier. X-Men Hackett, wer hat ihn getötet, womit und wo? Und ich frage einfach Sie mal, bitte. Wer, meinen Sie, ist der Mörder? Ja, ich tippe eigentlich auch auf den Herrn Oberst. Sie haben ihn eingegeben, den Herrn Oberst. Ja. Was meinen Sie, womit? Mit der Stimmgabel. Mit der Stimmgabel und im wo? Im Billardraum. Gut, Sie sind also der Meinung, das Ganze war im Billardraum, es war der Oberst mit der Stimmgabel. Und wenn Sie gut aufpassen und gut kombinieren, sind Sie jetzt einen ganzen Schritt weiter, denn davon sind zwei Vermutungen richtig. Aber dieser Fall ist ganz schön heavy hier mit dem Heavy Metal, aber ich denke, Hauptkommissar Thaller kriegt das schon geregelt in ein paar Minuten. Ich hoffe, Sie haben die Zeit genutzt, um noch einmal zu recherchieren. Wir befinden uns beim Mordfall X-Men Hackett. Wer ist der Mörder? Welche Waffe hat er benutzt? Und welches ist der Tatort? Das gilt es herauszufinden. Wenn Sie Ihre Meinung ändern möchten, vor allem hier im Saal, haben Sie jetzt noch einmal die Möglichkeit. Geben Sie Ihre Kombination in den Computer ein. Sie haben 5 Sekunden Zeit, ab jetzt. Aus, vorbei, die 5 Sekunden sind um. Sie müssen sich festgelegt haben, liebe Zuschauer. Und jetzt ermittelt unser Computer den Gewinner und Thaller den Mörder. Endgültig. Ich habe schon vor 2 Tagen versucht, Axel umzubringen. Warum? Während der Zeit im Konservatorium war ich in einer Band. Das sagten Sie. Ich habe Ihnen nicht gesagt, wer der Bandleader war. Ich ahne es. Er hat gesagt, ich habe kein Talent. Frauen haben in der Rockmusik nichts zu suchen. Er hat mich dauernd beschimpft, bis er mich rausgeekelt hat. Ich war so deprimiert, ich habe nicht nur die Band geschmissen, sondern auch das Konservatorium. Ein halbes Jahr später nannte er sich X-Men Hackett und brachte seine erste Platte raus, Dance of Death. Die war sofort Nummer 1. Ich hatte Dance of Death geschrieben. Und er hat damit Millionen verdient. Mir ging es nicht ums Geld. Ich hatte einen Nummer 1 Hit geschrieben. Ich hätte weitermachen sollen. Stattdessen ist er jetzt berühmt und ich sitze hier und warte, dass der Tag rumgeht. Ich habe ihm einen anonymen Brief geschrieben, um ihn aufs Schloss zu locken. Ich wusste, der fährt wie ein Verrückter. Ich brauche bloß Öl auf die Straße kippen. Und es hat auch geklappt. Nur war er nicht tot. Und dann hat ihn der Pfarrer aufs Schloss gebracht. Ich habe weiter so getan, als wäre ich ein Fan, um nicht aufzufallen. Aber er hat mich nicht mal mehr gekannt. I want sex, I want blood, I want death, yeah. God gave me talent to destroy the world. God gave me talent to destroy the soul. Hey, super, klasse, Mann. Klingt gut. Was für eine Überraschung. Ich hab's auch geschrieben. Was? Ja, du hast mein Lied geklaut. Moment mal. Herr Lanzer. Ach, schau an.
Das bessere Töchterchen aus dem Konservatorium. Ich verlange, dass du öffentlich zugibst, dass dieses Lied von mir ist. Ich schreibe meine Lieder immer noch selber. Und jeder, der was anderes behauptet, auf den hetze ich meine Anwälte. Kapiert? Komm mal. Lass uns hier nicht rumstreiten. Hey, hey, Moment mal! Warte doch! Ich habe gewartet, bis alle schliefen. Dann bin ich zurück ins Arbeitszimmer, aber war nicht da. Als ich rauskomme, stoße ich mit Helene zusammen. Ich war schon zu Hause, da fiel mir der Teller ein. Ich möchte nicht, dass sie fliegen. Ich habe sie nach Hause geschickt. Wollte ins Bett. Ich habe schon alles weggeräumt. Da fiel mir ein, dass er mit Peter den Streit im Billardzimmer hatte. Ich ging hinein. Axel lag am Boden, aber er lebte noch. Dann sah ich die Stimmgabel. Von meinen Gesangsstunden wusste ich, dass man stirbt, wenn an einer bestimmten Stelle auf den Kehlkopf gedrückt wird. Ich nahm die Stimmgabel und... Er ist ohne einen Laut gestorben. Wenigstens einmal hat er keinen Lärm gemacht. Warum haben Sie eigentlich nicht den Pfarrer verdächtigt? Ich habe mir solche Mühe gegeben. Am Anfang stand er ganz oben auf meiner Liste, aber dann wusste ich, dass er unmöglich der Mörder sein konnte. Sie haben einen Fehler gemacht, Gloria. Ein Trudenfuß hat immer 5 Zacken, niemals 7. Und Gloria hat noch einen Fehler begangen. Sie hat nämlich unsere Studiodetektive unterschätzt. Es war also Gloria mit der Stimmgabel im Billardraum. Und ich möchte wissen, wer von Ihnen hat das herausgefunden? Na bitte, habe ich es mir gedacht, eine ganze Menge. Und wir haben Gloria überführt. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt bei Ihnen unser heutiger Gewinner ist. Gratuliere. Wie ist Ihr Name? Peter. Peter. Peter, wissen Sie auch, was Sie gewonnen haben als Belohnung? Nö, aber ich denke, das werde ich jetzt erfahren, oder? Ja, da haben Sie völlig recht. Schauen Sie mal da vorne hin, dann werden Sie es sehen. Sie haben den Mörder entlarvt. Dafür, dass Sie ihn gefunden haben, fliegen Sie nach Gran Canaria. Dort wartet ein Urlaub mit Fischereisen und Hapag-Lloyd auf Sie. Vielleicht können Sie ja der dortigen Mordkommission ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wir wünschen dabei viel Spaß. Peter und Manuela haben das gemeinsam herausbekommen, unsere heutige Lösung. Und zwar nach 35 Minuten. Das hat ganz schön lange gedauert. Das heißt, es war heute ganz schön schwer. Peter, wie sind Sie drauf gekommen? Ja, der Ölfleck war es. Der Ölfleck. Eine Hose. Das war ganz einfach zu offensichtlich gelogen. Tut mir leid. Super, haben Sie ganz wunderbar bemerkt. Ich kann nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß auf der Reise. Ihnen beiden, wenn Sie zusammen reisen. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall können Sie zusammen Cluedo spielen. Das gebe ich Ihnen einfach mal für zu Hause. Ihnen natürlich auch herzlichen Dank, liebes Publikum, fürs Mitspielen. Wir werden dafür sorgen, dass Peter eine wunderbare Reise verlebt. Und wenn Sie wieder Lust haben, nächste Woche Detektiv zu sein, dann schauen Sie wieder rein bei Cluedo. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.